Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu MotoGP 20 heute wieder mal, liebe Freunde. Dadurch, ich glaube, wir sind ja sowieso in Barcelona. Machen wir gleich das Wochenende hier und kein 100% Rennen jetzt in dem Fall. Außerdem habe ich aktuell gerade ein bisschen weniger Zeit, weil gerade so viele Games auch am Start sind. Aber ich muss jetzt wieder mal MotoGP auch fahren, das hilft ja nichts. Und die Zeit ist halt leider etwas begrenzt. So, Karriere fortsetzen. Ich glaube, wir sind in Barcelona. Ich bin mir zwar nicht 100% sicher. Ja, sind wir. Perfekt. So. Da läuft alles. Das werden wir jetzt auf die Schnelle machen, Freunde. Da läuft auch alles. Ah, Kohle haben wir nicht so viel. Da müssen wir jetzt einmal so arbeiten mit den Sachen, die wir haben. Weiter nach Barcelona. Es ist... Ja, sehr gut. Perfekt. So, lass mich kurz schauen. Das ist eingestellt. Optimal. Freitag. Und let's go. Günther, grüß dich. Hallo. Hallo an alle. Alles ist startklar für das... Also kurz Training und Quali. Voll in den Reifen. Let's go. Ah, Helm vom Junior, glaube ich. Habe ich gar nicht geschaut. Nummer wahrscheinlich auch. Ja, egal. Nummer 90. Was soll's. Warte mal vorne. Vorne Quali drauf denken, können wir nochmal auf unsere 28 gehen. Ah, bei der Übung müssen wir ja, okay. Müssen wir ja auf der Linie bleiben. So, jetzt ist schon lange nicht mehr gefahren, nur ein bisschen reinkommen. Ja, Rossi gestürzt, auf zwei liegend. Vinales den Start komplett versemmelt. Sehen wir so die Eckpunkte. Quartararo wieder mal zurückgeschlagen. Ja, zum Schluss hat er mal wieder ein bisschen zu oft und zu wild gejubelt fast. Ah, gut, okay. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Jack Miller dann ein bisschen zurückgefallen. Das habe ich auch noch so eine Erinnerung. Die Suzuki ist natürlich bärenstark gewesen. Zum Schluss hinaus dann auf 2 und 3 noch gefahren. Die hätten gerade auch noch eingeholt, wenn das Rennen noch länger gedauert hätte, glaube ich. Also die sind wirklich komplett im Aufwind, die Suzukis. Pecco Bagnaia ist auch dann später ein bisschen schneller geworden. Hat dann sogar noch auf Jack Miller seinen Teamkollegen aufgeschlossen. War aber, ich weiß gar nicht, bei dem Quali, was da los war. Da war er nicht so stark. Die Startphase auch nicht weit nach vorne gekommen, glaube ich. Pecco Bagnaia. Oh, fataler Crash hier, Freunde. Oh, Scheiße. Oh, Halleluja. Halleluja. Schauen wir uns das. Alter Schwede, schaut, wo das Motorrad hinfliegt. Das fliegt ja bis nach Valencia rüber. Alter Schwede, wieso hebt man das so ab? Wow. Alter. Was ist da los? Ja, ich wollte. Ja, ihm nicht drauf fahren natürlich.
Wollte im letzten Moment noch nach außen ziehen. Aber wenn er hier, Freunde, schaut euch das einmal an. Da vorne ist der Bremspunkt. Und hier geht er mal vom Gas. Ja gut, man. Alter, das Motorrad hebt ja ab ohne Ende. Geil. Hallo Stylo. Morgen fahren wir wieder, Stylo. Morgen fahren wir wieder. Morgen fahren wir wieder. World of Warships. Heute am Nachmittag bin ich auch ein bisschen gefahren. Hab meine... die eine Top-3-Platzierung noch geschafft. Ein paar geile Runden gehabt. Mit der Julia wieder auch. Dann mit der Miyoko, glaube ich, eine geile Runde. Mit fast 3000 Punkten. Aber ich bin nur offscreen ein bisschen gefahren. Aber Stylo, morgen sind wir wieder am Start auf jeden Fall. Also ich auf jeden Fall. Ich glaube, Dave muss ja, hat ja Nachtdienst. Vielleicht mache ich morgen mit Facecam. Captain Byrne ist noch wieder am Start. So, jetzt sind wir aber hier bei MotoGP. Kurzer Abschweif, sorry Freunde. Ja, auch wenn ich morgen raus muss, aber nach dem MotoGP, weil da ich heute eh wieder ein bisschen früher dran bin, weil der Junior morgen ja raus muss. Ist schon schlafen gegangen. Werde ich vielleicht im Anschluss vom MotoGP noch ein kleines Röntgen Kingdom Come Deliverance spielen. Das nur als kleine Randinfo für alle, die es interessiert. Im Anschluss am MotoGP, nach einer kurzen Minipause, gibt es dann noch ein bisschen was Mittelalter-Rollenspiel. Für alle, die es interessiert. Hallo Brandi! Brandi, heute kommt noch Kingdom Comes auf jeden Fall. Nur nicht vergessen, nach MotoGP. Eieiei, Halleluja. Also vielleicht so grob in einer Stunde. Ich kann es gar nicht genau sagen. Wie lange waren die letzten Streams immer? Ich weiß gar nicht. Ja, durch wir hier sowieso in Barcelona sind, in der Karriere, haben wir gedacht, fahren wir das gleich hier komplett. Und da sparen wir uns das 100% Rennen hier. Ich meine, ich würde es sonst nochmal schon machen, aber durch ich ja so 100.000 andere Spiele auch am Start habe, ja, werden wir das heute mal ausnahmsweise so machen, dass wir das Barcelona auch gleichzeitig da ist als... der. Zurück in der Box. Das Team. Genau. Ding hier nehmen, so, eine schnelle Runde noch, gehen wir gleich trainieren. Brandi ist am Start, perfekt. Und nochmal, ich darf immer wieder erinnern, wer möchte gerne ein Däumchen nach oben dort da lassen, das hilft uns immer weiter beim Kanal, bei der Suche und überhaupt, dem Kanal hilft es weiter, uns allen. Also gerne das Däumchen blau machen nach oben, würde mich freuen, danke, danke, danke an alle. Die draufdrücken. Die Mod, die funktioniert, was du willst. Ja, Brandi, das ist. Reden wir dann. Jede Mod ist da, glaube ich, anders reinzuspielen oder keine Ahnung. Es gibt irgendwo bei den Dokumenten auch nochmal so einen Mod-Ordner, glaube ich. Wie gesagt, habe ich da schon geschrieben, wenn die Version vielleicht nicht mehr passt oder nicht mehr aktuell ist, wenn die das nicht mehr nachaktualisiert haben. Dann geht da auch nichts mehr. So, hier müssen wir noch ein bisschen reinkommen, würde ich sagen. Jetzt nämlich hier mit dem MotoGP ein bisschen anders ist, wie wenn man hier Formel 1 oder GT fährt oder so. Da muss man einen ganz anderen Rhythmus hier reinkommen. Alter, willst du mich verarschen? Wo ist denn hier der Bremspunkt? Okay, das Ding ist hier ganz woanders. Aber die erste Monster kann es ja auch nicht sein. Vor dem Strich noch, schauen wir mal. Ja, okay, das ist es. Ja, okay. Vor der Werbung. Ja, Ian Ohne hier noch immer im Spiel, obwohl er kein einziges Rennen noch gefahren ist hier. Dieses Jahr verstehe ich auch nicht, ob die den nicht rauspatchen können und den Bradley Smith draufsetzen. Mit einem Patch, ja, Milestone halt leider. Ja. Wären wir wieder ein bisschen enttäuscht, leider.
kann mir vorstellen, dass das irgendwie lizenztechnisch irgendein Problem sein sollte, weil wenn er gar nicht gefahren ist und nicht mitfahren darf, naja, sei es wie sei. Okay, das haben wir geschafft. Wir sind zurück aus der Box, wo der Fahrer zu seinem okay, ja, Brandi, dann kann ich da nicht weiterhelfen, leider. Zusätzliche Infos zum Setup des Bikes aufzeigen. Dann müsste ich mal selber den Motor runterladen und dann mal schauen. Vielleicht braucht man da, muss man da, gut, du bist ja vom Spiel her relativ weit, also. Vielleicht braucht man da einen speziellen Spielstand oder vielleicht braucht man auch ein DLC dazu. Ich weiß nicht, ob du alle DLCs hast. Ich habe mir das komplette Paket gekauft. Wie gesagt, das reden wir aber dann nachhand. So, okay. Wir wissen Bescheid. Genau, da gehen wir gleich einmal hin. Am Ende dieser dritten freien Training. Hallo Iceman, hallo, hallo. So, Helm wechseln und. Jo, wir gehen einmal entspannt auf 80, würde ich sagen. Dann Helm vom Junior weg und einen eigenen drauf. Was haben wir da ganz zum Schluss? Haben wir da irgendwas Geiles? Was waren da? Boah. Ah, Spider-Man, auch geil. Nehmen wir den. So, das andere passt ja eh an die Nummer, haben wir gesagt. Da habe ich ja die Nummer 28 immer bei mir drauf. Genau. Ja, dann nehmen wir noch die. So. Ab ins Quali. BMW gewonnen, okay. Am Anfang war irgendwie Mercedes vorne. Wo ist denn das mit dem Race-Taxi hin? Ich habe da gar nicht so, ich habe das leider dann gar nicht mehr verfolgt. Mittagszeit und so habe ich dann einmal ein bisschen MotoGP geschaut. Dann habe ich ja gestreamt, Dennis. Dann mit Junior ein bisschen Ding gespielt. Ich kam leider dann überhaupt nicht mehr zum Schauen. Gestern nur ein bisschen geschaut eben. Startphase, ansonsten ja, ich glaube, da muss ich mir mal einfach die Highlights dann anschauen. S-Wohl 92, hallo. Grüß dich. So, dass wir auch vielleicht zwei Runden drehen können. Ja, hallo Silvester, mir und Rins, absolut geil heute, stimmt. Hoppala. Die waren mega geil, also ein paar Runden noch mehr und die hätten auch den Quadraro überholt, glaube ich. Die sind wirklich im Aufwind, dieser Zug ist. Ah, KTM, Mama 1 Ring gut gewesen, die sind wieder ein bisschen am Abfallen, kommt mir vor. War nicht ganz so ihre Strecke anscheinend. Ja, ist ja auch gerutscht. Beim Umlegen da auch, wo Zarco weggerutscht ist, das war auch Pech. Petrucci hat es vorne ein bisschen gezaubert. Ist auch ein bisschen gerutscht so leicht und Zarco hat so geschreckt, ist glaube ich in die Eisen, ist noch weggerutscht und hat Tobi mit abgeräumt, das war natürlich ein Pech. Für die WM, für Tobi natürlich Katastrophe, weil er sowieso nicht so vorne ganz gut dabei ist. Im Rennen konnte er dann immer noch meistens mit was gut machen, aber ich glaube, der Nuller heute, der wird ihm extrem wehtun. Für die WM, weil er eben meistens nicht vorne und dabei ist.
Bekommt man ja, ich weiß nicht, warum der am Anfang war, der im Quali schon so schlecht, das habe ich nicht mitbekommen. Ist dann aber, hat er dann noch bis Jack Miller wieder aufgeschlossen. Starkes Rennen gefahren, Jack Miller irgendwie nicht das Vertrauen gehabt oder keine Ahnung. Ist immer langsamer geworden ein bisschen im Vergleich zu den anderen. Aber ich glaube, fürs Rennen haben wir ungefähr die Stärke drinnen. So, zurück zur Boxe mal. Im Moment sieht es aus, als ob es keiner weiteren Probefahrt bedarf. Jetzt wird er die letzten Runden mit dem Renningenieur analysieren und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Ah, je schlechter die Reifen werden, desto besser geht es Suzuki. Okay, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Jo, das passt eigentlich auch ganz gut soweit. Im Überblick über die Zeiten des zweiten. Wir rennen jetzt ja wieder anders ausschauen. Gut, man weiß es nie so genau. Ja, von 23 bis 8 Uhr. Genau, irgendwo habe ich da mal geschaut, dann war Unterbrechung. Stimmt. Ja, das ist auch bitter, die ganze Nacht. Ja, da konnte man sich eigentlich schön hinlegen und schlafen, oder? Das war ja eigentlich perfekt, da hat man nichts verpasst eigentlich. Aber ist eigentlich auch blöd, oder? Irgendwo. Aber gut, wenn es zu gefährlich ist, kann man natürlich nicht fahren, ist auch klar. Ah, Freunde, Moto 3 kommt, genau. Johnny Stewart auf der 1, Freunde. Sensationell, unser Fahrer hier. So, starten wir gleich rein hier. Auf der 12, Akagi. Los geht's, Moto 3, Freunde, bei uns. Johnny Stewart schießt da gleich einmal nach vor hier. Kage hinten. Ich hoffe, der wird nicht zu schnell zu OP irgendwie. Das wäre auch Fahrt. Fenati hier. Stewart vorne vor Suzuki. Ah, 14. Ja, ein bisschen das Startgetümmel immer. Ja, ja, Silvester, genau, das Design. Das Design passt schön. Warte, vielleicht. Wir lösen die Lautstärke. Ich muss eine Idee zurückgeben, oder? Dass nicht zu laut ist, das Ganze hier. Dass man mich auch noch hört. Ich hab's jetzt leicht zurückgedreht, wenn man das. Oh nein, wer ist denn da? Ach du Scheiße, wer ist denn da gestürzt? Hat der Motor 3 Renner auch McPhee, glaube ich. Einen Spanier, glaube ich, abgeräumt, den WM-Führenden. Albert Arenas, glaube ich. Auch hier übers Vorderrad gerutscht. So, Kagi hier, 11. Stewart, 1. vor Suzuki. Unfassbar. Und die fahren schon wieder hier einen Vorsprung raus. Was habe ich denen für den Helm gegeben? Jetzt hat er seinen roten Helm. Hallo, Oliver. Hallo, derjenige. Derjenige, nur zur Info: Morgen wird wieder World of Warships gespielt. Wenn der Feldzug weitergeht oder in die letzte Woche geht im Prinzip. Da werden wir schauen, mal so schnell wie möglich die Roma bekommen.
Heute kommt noch Kingdom Come Deliverance nach MotoGP. Alle hier im Roger Akagi auf der 11. Ja, zeitbedingt würde ich gerne vorspulen, aber da passieren immer die merkwürdigsten Sachen. Ach, die Roh. Ach so, verkaufen das. Premium-Schiff kann man verkaufen. Ah, ich mag die Italiener, derjenige. Aber das werden wir dann morgen genauer besprechen. Nicht hier bei MotoGP. Also eins kann ich nur sagen, wie Giulio Cesare auf Tier 4, das Schlachtschiff, das ist extrem geil. Das kann ich dir nur empfehlen, das kann ich dir morgen auch wieder zeigen. Ich bin heute auch schon wieder abgegangen. Zwei Match, zweimal erster, absolut geil gewesen. Ja, die Kreuzer sind ein bisschen speziell leider. Ah, mit Nebel und so, aber das schauen wir uns dann morgen genauer an. Ich mag sie. Irgendwo, irgendwie. Und Roma muss ich mal noch anschauen mit den Revell dann. Aber auf T4, Giulio Cesare, absolutes Must-Have. Aha, wie viel bekommt man da derjenige? Ja, wäre sicher eine gute Idee vielleicht, aber ich glaube, ich lasse sie trotzdem im Hafen. Ah, mal schauen, ja. Johnny Stewart hier noch immer erster, Suzuki dran. Aha. Ja, das wäre schon geil, aber da muss ich noch mit dem Dave auch ein bisschen besprechen. Aber grundsätzlich glaube ich, will ich es doch in der Sammlung haben. Aber wäre natürlich gutes Geld, das stimmt. Ja, zwei Runden noch, dann haben wir das gleich. Wie geht's Akagi? P11, ja, immerhin. Ah, wir haben so wenig Zeit, Freunde. Sollen wir riskieren die letzte Runde? Überspringen, ob er jetzt 11., 12. oder 10. wird, ist ja auch relativ egal. Weil ich muss morgen raus, deswegen habe ich heute ein bisschen weniger Zeit leider. Zumindest die letzte Runde überspringen. Oh, Moment. Wer ist denn da? Da ist gerade jemand gestürzt. Ach du Kacke, habe ich gar nicht gesehen, wer. So, Stewart nochmal erster vor Suzuki. Also maximal, dass er zweiter wird. Hm. Erster und Elfter. Wisst ihr was? Das probieren wir jetzt. Das probieren wir jetzt aus. Beenden und Rennen simulieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Letzte Runde. Die Live-Bilder der Stars aus dem Park Vermeer. Ja. Schauen wir uns ja eben das finale Ergebnis der Moto3-Klasse an. Wer war drauf geblieben? Naja, gut. Er hat verloren und der Kollege ist auf 11 geblieben. Okay.
Na schade, dann haben wir den, das überholt. Ja. Hat nicht so ausschaut, als hätte er den noch. Was würde er den noch überholen, aber vielleicht hat er das irgendwie falsch berechnet. Ja, okay. Gut, heute mal extreme Ausnahme. Aber ist nicht so dramatisch. Weil, wie gesagt, heute leider ein bisschen wenig Zeit. Was habe ich da für einen Helm? Das ist ja gar nicht. Das kann ja gar nicht der schon wieder sein. Hin und wieder stimmt das da nicht. Da habe ich doch garantiert einen anderen Helm. So, kommt eigentlich auch die Siegerehrung? Ne, oder? Ich glaube nicht. Nee. Nur noch ein paar Minuten bis zum so, John Warren, Motor 2, da wird es wieder spannend. Darauf, auf P6, Startposition schon einmal geil. Vielleicht kann er da wieder so um den Dreh herum mitgehen. 14. Manuel Hernandez. Let's go, Freunde. Komm, Lütti auf der 3 hier. Navarro Dalla Porta. Warren innen, schon mal gut für die erste Kurve, aber dann kommt er links und dann kommt er wieder rechts. Also es könnte passen für Warren. 7. Ja, das ist einmal. Oh, da war Luca Marini, der Sieger von. Der hat, nein, oh ja, der Sieger von heute. 9. Oh, da wird ein bisschen zurückgereicht. 2 Plätze hat er bis jetzt verloren leider, aber das wäre noch okay. Jetzt wieder 7. Ja, ist innen wieder. Ah, jetzt wieder 9. Ein anderes da. Heute auch gestürzt, glaube ich. Navarro, Dalla Porta, Lütti. Warren auf 9. Ein anderes auf 14 noch geblieben. Okay. Lütti. Au, oh, Lütti, Moment, das. Au, oh, was war da mit Lütti? Der war doch vorne auf 3. Oder habe ich das verwechselt mit dem. Marcel Schröter? Ernsthaft jetzt? Ah, da, Marcel ist dritter. Oh, sorry, das, da habe ich verschaut. Mein Fehler. Dom Lütti übernimmt den Platz von Gartner und Gartner zu Ayo. Aha, okay. Danke, Heisman. Oh, da wird John Warren attackiert vom KTM-Piloten hier. Es ist Jorge Martin. Ah, schwieriges Rennen, glaube ich, heute für John. Muss schauen, dass in die Top 3 derjenige wie drin bleibt. Oh, da vorne Marcel. Sam Lowes vor ihm jetzt. John Warren Nummer 10 da. Ja, cool, dass man hier Manager-Modus sich die Rennen auch anschauen kann selber, finde ich geil. Jetzt verliert er sogar hier, schade. Kann da gar nicht mitgehen. Von hinten kommt, glaube ich, Xavier VR, schön nicht alles täuscht. Ah, heute hat er wieder nicht den Speed, John Warren leider. Letztes Rennen, letzten 2, glaube ich, waren sogar sehr gut. War das sogar mal 4. glaube ich, letztes Mal. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Ja, vorhin das letzte Mal, beim letzten 100% Rennen, habe ich ja ganz vergessen, euch das Podium, glaube ich, zu zeigen. Wo wir mit mir gefahren sind, im letzten Rennen, mit Jörn Mir. Da bin ich dann in die Wiederholung rein und habe ich komplett vergessen zu zeigen, das Park für mich und das Podium. Ah, Hernandez auch auf 17 abgerutscht, fightet gerade gegen Lütti. Keine Strecke für uns heute, wie es ausschaut.
So, P10. Valorant hat sich mal so ein bisschen stabilisiert zumindest, aber schwierig. Ah, wir fahren auch 6 Runden, nicht 5 wie in der Moto 3. Vorne können wir noch schauen. Luca Marini auf 2 gerade. So, wir fighten gerade leider mit VR. Schau, wir bleiben vorne doch dran. Hier hinter Balasari. Wird aber schwierig. Top 10 wäre, glaube ich, das Ziel. Und da hat es leicht. Da reißt er ein bisschen das Vorderrad weg. Ich glaube, jetzt hat er uns. Sind wir Nummer 11 da. Da kann man nur hoffen, dass die letzten 2 Runden wieder ungefähr unsere Stärke wieder ein bisschen rauskommt, dass wir vielleicht noch ein bisschen was machen können. Ja, French Open. 12. noch mehr. Da könnte ich nicht mal, der John kann nicht einmal die Linie mehr halten. Eieiei. Ei, ei. Augusto Fernandez vor Navarro. Jetzt habe ich es zu spät gelesen, leider, wer dritter ist. Aktuell mal. Oh, da kommt ein Skypilot. Pesecki. Wo war der heute? Habe ich, glaube ich, auch nicht mehr so am Radar gehabt. So, schön langsam müsste dann der Speed kommen bei Varen. Vielleicht so wie bei der Suzuki, wenn das, je schlechter der Reifen wird, desto besser. Oder je älter die ganzen Reifen werden, desto schneller wird er dann. Oder umso schneller, er wird dann schneller. Im Vergleich zu den anderen. So, jetzt schaut es fast aus, als könnte er hier Besecke wieder angreifen. Vielleicht kommt jetzt schon langsam sein Grip. Aber ist natürlich schwierig bei diesem schwierigen Fahrerfeld. Es schaut wirklich so aus, als würde er gerade jetzt Grip bekommen und wieder ein bisschen nach vorgehen. Oh, da ist Marcel. Eieieiei. Der war doch vorne, vorher Dritter und so. Wieder hat er einen Fehler drin gehabt oder hat massiv an Grip verloren. Jetzt kommt Varen und greift sogar Schröter gleich an wieder. Innen, ne? Da sehen wir, wie er weit geht ein bisschen hier, Marcel. Hallo Andi. So, Varen, da attackiert er schon den nächsten hier, den Italtrans-Piloten. Nummer 13, wer war das noch einmal? Da sind wir schon wieder 8er. Jetzt sind wir 8er. Sag ich ja, die letzten 2 Runden. Da kommt er wieder gut in Fahrt. Dann legt er zu. Scheiße, am Anfang ein bisschen verliert. Da vorne mit Marcel greift der Jürgen Martin an. Der hat wahrscheinlich vorhin einen Fehler gehabt. Jetzt hat er wieder ein bisschen Speed hier. Marcel. Varen 8er. Nice. Da hinten. Unser Kollege auch nicht in die Top 15, glaube ich, drinnen, obwohl relativ knapp. Gehen wir mal eine Sekunde auf unseren zweiten Fahrer, auf Herr Manuel Hernandez, auf der 15. Ja, wenigstens 5 Punkte wäre geil. Auch hier gegen Besecki. Vielleicht kommt er auch zum Schluss ein bisschen wieder in Fahrt. Liegt das vielleicht am Moped von uns? Das ist schon hinter der 13 vom Italtrans-Team, den wir vorher auch, also den Varen überholt hat. Mal 9. Ja, die anderen. Ja, da greift er schon Baldassari an, aber irgendwie ist da auch ein Speed-Up-Pilot gerade mit dem 21 gut am Start gewesen. Ja, wieder nur 9. Da haben wir leider am Anfang zu viel verloren. Oh, da kommt dann jetzt Baldassari innen.
harte Kämpfe in der vorletzten Runde. Da kommt auch Remy Gardner, glaube ich. Jetzt die letzte Runde. Oh, 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 oh. Ja, doch. Einen leichten Mini hoch. Jetzt stagniert sie ein bisschen hier bei Warren. Ah, da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr. Schon wieder sehr unruhig, das Moped. Eieiei. Eine Runde war nur gut. Jetzt wird er sogar wieder P10 verlieren hier, glaube ich, gegen Gardner. Na, Ramirez ist es. Sorry, nicht Gardner. Der hat die Nummer 16. Das ist der Teamkollege, glaube ich, von ihm. Hernandez 13. Da holt der fast schon Warren noch ein, wenn es so weitergeht. Oh, da kommt er sogar. Ja, ist heute leider ein schlechtes Rennen von John. Schade. Ja, unruhig hier am Hinterrad. Vielleicht dann zu welchen Hinterradreifen genommen, ich weiß nicht. Na, dann wäre er am Anfang ja schneller gewesen. Boah, kann er hier im letzten Sektor noch den Elfer so wieder nach Hause bringen? Syrin jetzt hinter ihm, glaube ich. Alter Schwede, da. Der Ruder da schon. Da kommt schon Hernandez. Kommt ja direkt sowieso auch schon hinter John Warren ins Ziel. Ja, schaut wirklich so aus. Tatsächlich. Unsere zwei Piloten hier auf 11 und 12. Ja, die Hand brauchst du nicht heben, Kumpel. Das war nichts. Augusto Fernandez gewinnt vor Luca Marini. Und Sam Lowes. Navarro. Kané, Marcel Schröter noch 16 geworden, dann Jorge Martin, Fabio Antonio, Lorenzo Balassari, Marcos Ramirez, dann John Warren, der Elfter, ja. Schnellste Runde 45,1 und er ist 42,8. In der Moto2 haben wir noch einiges zu tun. Manuel Hernandez auf der 12, ja, das hat er noch gut gemacht, war zwischendurch sogar 17, aber John leider zu schwach. Hallo Franz. So, heute muss alles ein bisschen schneller gehen, weil ihr wisst, morgen muss ich raus. Hallo und willkommen. Deswegen fahren wir jetzt noch unser Rennen, so standardgemäß hinten den Medium. Und startfrei in unser Rennen hier. Doppelpol für Repsol, Freunde. Mal schauen, ob wir das ins Ziel gewinnen, ins Ziel bringen. Schon mal Marc Marquez, bin gespannt, wann der das erste Mal wieder dabei ist. Oh, Rossi innen. Jack Miller, Tobi vorne. Sollte nur nicht stürzen. So, jetzt fährt ja der Chef höchstpersönlich. Ja, wenigstens läuft in der Moto3, muss man sagen. Ich darf ein bisschen aufpassen, ja. So, das wird die Doppelführung für Honda.
Nur nicht stürzen, Freunde. Nur nicht stürzen. Ja, Marquez wieder mal einen guten Speed, so wie immer. Ja, war schon ein Ticken zu spät. Ah, Tobi auch noch da. Ja, Marke ist wirklich ein Top-Speed drauf hier. Müssen wir uns hier voll konzentrieren. Ah, Tobi kommt nicht mit uns. Oh, bin ich nicht zu viel Risiko. Kein Sturz. Wenn uns dann die Honda-Bosse nicht lieb haben. Ja, hier einen Doppelsieg wegschmeißen. Ja, mal schauen, wie wir mit jeder Runde ein bisschen besser reinkommen. Könnte man irgendwann einmal noch Marquez attackieren auch. Der wird ja auch irgendwann wieder, glaube ich, zurückkommen, haben sie gesagt. Da bin ich mal gespannt, wie es ihm dann geht. Radl leider ja, boah, sehr schwach. Nakagami, der einzige Honda-Pilot, der einigermaßen zurechtkommt mit der Honda. Alex, ja, schwierig natürlich in der ersten Saison noch und dann mit der Honda noch dazu. Alex Marquez hat sich auch stellenweise ein bisschen gesteigert schon. Aber Radl kommt gar nicht zurecht. Weiß nicht, ob der vielleicht nur Entwicklungs... Tests macht und selber gar nicht Setups fahren kann oder wie auch immer. Wie er im Vorjahr bei den Wildcard einsetzen tun musste, nur die Arbeit für Marquez machen. Ob der, wenn er jetzt die komplette Saison fährt, komplett auf sich gestellt ist auch oder glaube ich ja gar nicht, die wird trotzdem auf Marquez ein bisschen Testfahrten machen oder irgendwas mit dem Moped oder keine Ahnung, was er da gemacht hat voriges Jahr. Ja, hier kommen wir aber ein bisschen näher. In echt sind ja heute die meisten mit Soft-Soft gefahren, wundert mich. Nur der eine oder andere hatte vorne, glaube ich, ein Medium drauf. Ja, schon langsam kommen wir näher hier. Zur Hälfte des Rennens. Tobi 2,6 hinten. Ja, das schaut nach einem Duell aus zwischen uns und Marquez.
Ja, Bernie Bomb, der Einzige, der auch neben Marquez mit der Honda zurechtkommt. Bis jetzt zumindest. Tobi Zweiter noch einmal 2,6 hinten, kommt nicht ganz mit uns. Ja, Freunde, ich kann es euch sagen, Ride 4 wird es bei mir auf jeden Fall geben. Ich glaube, 8. Oktober. Glaube ich jetzt zumindest so 1,5 Wochen noch grob. Also nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Donnerstag müsste es kommen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ride 4 bei mir im Kanal natürlich, da werden wir die Karriere wieder spielen. Da wird er natürlich MotoGP ein bisschen zurückliegen müssen. Oh, Alter. Ja, flotter reden. Da werden wir uns mal in der ersten Woche das auf jeden Fall auf Ride 4 konzentrieren, auch in die Streams und alles. Aber keine Sorge, MotoGP geht natürlich weiter. Aber wir werden da natürlich den Fokus mal auf Ride 4 im Allgemeinen legen. Dass ihr schon mal Bescheid wisst in 1,5 Wochen. Und bis dorthin werden wir sicher noch das eine oder andere Karriere Wochenende mit Moto 2 und Moto 3 Manager Modus abliefern noch das eine oder andere. Der Marke ist doch schneller als ich geglaubt. Also wieder so extrem OP hier. Ah, viel später habe ich mir nicht getraut zu bremsen gerade. Ja, da wäre noch ein bisschen was drin auf jeden Fall. Ah, da rechts hinten sehen wir der Reifen. Fängt schon ein bisschen leicht an zu rutschen. Das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Und wo wir denn, obwohl wir den Medium drin haben, aber der leidet hier natürlich extrem. Ja, wir merken es. Hier müssen wir rankommen und dann darunter könnte man vorbeigehen. Ist nicht realistisch, aber die KI hat halt hier ihre Schwäche. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn man dran wäre oder mal innen reingrätscht. Ja, wir wollen jetzt nicht unseren Teamkollegen berühren natürlich, das wollen wir jetzt auch nicht. Hab die WM jetzt auch nicht im Kopf. Ja, einerseits, jetzt haben wir natürlich wieder die Entwicklungsarbeit hier geleistet in der Karriere. Wäre geil, nächstes Jahr weiterzufahren, aber einerseits würde mich auch Suzuki interessieren und wahrscheinlich auch Silvester. Also Silvester, hier die ganzen Spiele, ich komme gar nicht mehr zum Rallye fahren live, leider. Aber Dienstag, Mittwoch habe ich frei, da werden wir sicher Minimum einmal Rallye hinkriegen, um die Mittagszeit vielleicht. Weil ich jetzt ja leider Kingdom Come angefangen habe. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, Mafia wäre auch geil, der Einser Teil. Hab gesehen, dann hat schon einer oder eine in nicht einmal 10 Stunden durchgehabt. Wäre auch geil, Mafia, das Remake jetzt, das Remaster, das Einser. Andererseits haben sie, hat jetzt schon fast jeder Horst das irgendwie gestreamt dieses Mal oder Let's Play draus gemacht. Die meisten streamen es ja, dass du am schnellsten gleich durch bist. Ah, Mafia 1 geht glaube ich immer. Vielleicht bringen wir es mal ein bisschen später noch. Wenn es eh nicht so lange dauert. Noch vor Cyberpunk. Cyberpunk wird es bei mir auch geben, Freunde. Definitiv. Ja, Marquez hier. Sehr stark. Hätte ich nicht geglaubt.
Armin Sprint sie auch am Limit. So, letzte Runde. Wenn, dann müssen wir jetzt irgendwas machen. Auf jeden Fall können wir nicht mehr den Sprit raushauen. So, genau, jetzt dran und dann da oben vorbei vielleicht. Nein, da geht er da schon vom Gas. Verdammt, ich hätte sollen nach außen gehen. Ah, verdammt nochmal. Jetzt wollte ich eben nicht hinten drauf fahren. Das wäre eine mittlere Katastrophe gewesen. So, jetzt hier vielleicht ran. Dranbleiben. Oh nee, dann mal raus beschleunigen hier. Oh, Alter. Oh, können wir das bringen? Oh, das wird ein bisschen leid. Das könnte eng werden. Boah, da kommt da, wir waren außen, aber ich glaube, außen ist nicht so dramatisch mit Track Limits jetzt in dem Fall, oder? Sagt er da nichts? Greift er uns da noch irgendwo an? Oh, da sind wir ein bisschen ins Ruckeln geraten. Gleich zurück mit dem Sprint, jawohl, das passt. Jawohl, da gewinnen wir noch in der letzten Runde. Ja, wie geil ist das denn? Yes! Yes, 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 Freunde. Nice. Schnellste Runde? Nein, Alex Marquez. Warum hat, was ist denn mit dem Spiel los? Der hat auch hin und wieder hier, ist der randommäßig einfach, keine Ahnung. Auf einmal geht er wieder ab hier, Alex Marquez. Jetzt ist 40-8, immer so die schnellste Runde weg. Naja. Okay, danke für die 8, 9 Likes, Freunde. 15 Zuschauer, unfassbar. Jetzt will ich wechseln zu Kingdom Comes. Ja, hilft auch nichts, weil morgen muss ich leider raus und ich will es auf jeden Fall noch zocken heute. Ja, und wir haben auch mit 141 Punkte, ja, wir hätten gar nicht müssen, ja gut, es war aber eh okay, also extrem riskieren müssen wir nicht. Tobi hier an Crutchlow und Maverick vorbei, ja, Maverick heute auch schlechter Start von der, glaube ich, 5. Position weg, hat da, glaube ich, fast 10 Plätze verloren oder ich weiß nicht wie viel. Immer wieder, erste Runden beim Start bei Maverick die Probleme, dass er das nicht in den Griff kriegt, ist auch phänomenal. Ja, ich glaube, hier brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Repsol Honda, die Teammeisterschaft gehört wohl uns und Honda müsste auch passen. Safe hier. Dieser Sieg setzt dem anstrengenden Wochenende das Sahnehäubchen auf. Wenn sein Team weiterhin so arbeitet, wird es für die Konkurrenz schwierig sein, nachzuziehen. Ja, das wird sicher. Da freuen wir uns zurecht. Es war ein sehr intensives Wochenende. Jetzt, nachdem sie uns ihr Talent unter Beweis gestellt haben, können die Fahrer endlich feiern. Nach diesem aufregenden Rennen haben sich die drei Kollegen den Applaus von allen unter dem Podium mehr als verdient. Ja, Tobi auf der 3 geblieben. Congratulations. Achso, Silvester, du meinst Let's Playen, sollte ich das, okay. Ja, ich habe es ja nicht einmal noch gekauft. Es wird dann alles ein bisschen viel hin und wieder. Ich habe eh leider kein Fenster jetzt der Zeit, gerade aktuell, aber ja, irgendwann einmal, wenn ich dann auch mit dem... Ja gut, Kingdom Come wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. MotoGP haben wir natürlich, Rallye haben wir, Formel 1 ist natürlich so ein Dauer-Event auch. Das muss ich auch jetzt einmal mindestens einmal wieder bringen, jetzt Dienstag oder Mittwoch um die Mittagszeit. Was habe ich noch? Ja, Medieval Dynasty habe ich zwar jetzt angefangen, aber das lasse ich mal aus. Das ist eigentlich ganz interessant, aber man merkt, dass es noch im Early Access ist.
Tennis habe ich, ja, Tennis habe ich auch, Freunde. Das werde ich am Dienstag am Abend, habe ich ja gesagt, spielen wieder. Tennis sind auch gerade, läuft gerade am besten am Kanal. Also da kann ich auf keinen Fall nachlassen. Aber Silvester, ich glaube, Mafia 1 werde ich vielleicht irgendwann mal bringen. Aber danke für die Info, Silvester. Die Kapitel sind nicht so lange. Wäre natürlich auch natürlich Let's Play technisch eine Möglichkeit. Aber ich sage nur eins. Das funktioniert bei mir nicht. Moment mal, da ist gerade Football, Freunde. Eine Sekunde. Ja, was hat er da gemacht? Da wäre fast ein Drama passiert. Ja, Let's Play ist zwar an und für sich eine gute Idee. Aber da habe ich einfach zu wenig Zuschauer für Mafia, glaube ich auch. Mittlerweile kann ich kein Let's Play fast mehr machen, da hast du zu wenig Zuschauer. Live ist immer am geilsten eigentlich, da hast du insgesamt am meisten Aufrufe. Weil immer wieder mehr live reinschaut und reinklickt. Und ja, wenn das wirklich 10 Stunden, glaube ich, dauert, könnte man es natürlich so ungefähr auf 3 bis 4 Streams, 3 Stunden ungefähr, auf 3 Abenden mal ansetzen in einer Woche vielleicht, wenn es gerade passt. Muss ich mir noch anschauen, ob ich da streame. Und bringe, mal schauen. Bock ich schon drauf, aber ich muss ein bisschen das Gameplay anschauen von den Leuten, ob das wirklich Sinn macht. Einerseits wäre es natürlich jetzt natürlich am geilsten gewesen gleich. Derjenige, du wärst bei Mafia dabei, cool. Jetzt natürlich, wo alle schon gestreamt haben, werde ich jetzt nicht mehr die Mörder-Einschaltquoten haben. Wenn ich vielleicht in einem Monat, wo der Hype vorbei ist, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das wirklich viel Sinn macht. Ja, muss ich mir überlegen. Also ich hätte auf jeden Fall Bock auf Mafia 1. Schauen wir einfach mal, wie, wann, was, wo. Viel Kohle haben wir jetzt irgendwie aber hier nicht wirklich gemacht. Das irritiert mich ein bisschen. So, Freunde, nächstes Rennen am Sachsenring. Da freue ich mich schon drauf. Das wird auch interessant. Da muss man auch ein bisschen das Feeling bekommen. Oh, müssen wir das jetzt machen oder was? Was ist da jetzt? Wähle das Bike für den Test. Motor, Rahmen, Stabi. Was machen wir jetzt überhaupt? Was habe ich jetzt für einen Helm auf? Ich habe jetzt einen anderen Helm auf. Was ist denn da los? Okay, fahren wir genau eine Runde jetzt mit jedem Bike rein vom Feeling her. Oh, jetzt müssen wir eine halbe Runde mal schauen. Wieso haben wir jetzt wieder einen anderen Helm auf? Das ist auch so komisch bei dem Spiel. Ein Fehler. Fühlt sich gut an eigentlich. Okay, wir haben aber keine Zeit, Freunde, deswegen nehmen wir jetzt noch das A-Bike.
Ich hoffe, er hat das Ding genommen. Ach so, das ist ja... Hä? Ach so, das ist unser Einsatzbike. Ach so, und wir schauen jetzt, ob wir hier auf Stabi oder was gehen. Switchen. Ja, weiß ich jetzt schon. Zurück zur Box. Wir wählen das Bike aus und schließen den Test ab. Und gehen auf das Bike mit Stabi. Ist mir besser vorgekommen vom Gefühl her. So, nächstes Wochenende, genau, sehr schön. So, wir haben ja eine Speed-Up, genau, vielleicht ist das Problem. Vielleicht hätten wir müssen doch auf Kalex gehen. Ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre. Vielleicht wäre das ein bisschen stabiler gewesen im Rennen. Was ist denn da schon wieder los? Ja, aber jetzt habe ich jetzt keine Zeit leider dafür. Das Geld schaut nicht gut aus da oben, das gefällt mir gar nicht. Leistung während des Qualifyings. Leistung während des Rennens. Achso, das ist ja nur die. Ich bin ein Depp, das ist ja nur die Entwicklung, das kostet ja nichts. Leistung während des Rennens, genau. Während des Qualifyings. Leistung während des Rennens. Entwickel mal hier den Rahmen, genau. Sehr gut. Das wäre natürlich jetzt nice hier. Für die Moto2. Das dauert ja ewig hier, unfassbar, aber das hat auch viel gekostet. So, und dann der Moto3, das läuft. Und der Rahmen läuft eigentlich... auch, oder? Also haben wir hier irgendwie keine Punkte für den für die Entwicklung. Das gefällt mir gar nicht. Obwohl unser Einserfahrer eh top drauf ist eigentlich. Stewart. Ah, mit 2 Gold. Und der hat... Ah, der hat nur 1 Gold, der John Warren. Der ist nicht so gut wie der Stewart eingestuft. Also nicht ganz vorne, auch noch nebenbei. Bike-Entwicklung ist auch nicht so gut. Ja, Rennleistung eigentlich 75, ja, 78. Ja, dann haben wir es 8., 12., genau, 12., 12., 13., dann hat er wieder nachlassen. Erstes Rennen 8., war noch so okay. Dann zweimal 4., das war geil. Und jetzt, also Frankreich und Italien. Und, lass mal schauen, USA. Kann aber so auslesen, nicht wirklich. Deutschland jetzt, ja, könnte schwierig werden. Holland wahrscheinlich auch, Finnland auch. Österreich, glaube ich, könnte Warren gut drauf sein. Vom Gefühl her, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Naja, gut. Freunde, das soll es gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für die 11 Likes. Danke, danke, danke. Wie gesagt, in, glaube, 100 Wochen kommt der Ride 4, da bin ich definitiv am Start mit der Karriere. Bin schon mega gespannt drauf, mit Endurance-Rennen, glaube ich, mit Reifenwechsel und Auftanken. Ja, mal schauen, ob das wirklich so geil ist, dann, man hat ja schon ein bisschen was gesehen bei ein paar Spielern. Ja, ein paar alte Probleme habe ich gesehen auch schon wieder, aber ja, wir werden uns trotzdem durchkämpfen. Das übliche Problem wird sein, dass die Stärke von der Strecke variieren wird bei der KI-Stärke. Ja, aber da werden wir uns schon irgendwie durchkämpfen. Und ja, mal schauen. Mit Reifenverschleiß und so, ob das halbwegs funktioniert. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei bei Ride 4. Da bin ich definitiv am Start. Das Programm kann ich schon mal sagen. Cyberpunk 77 bin ich auch am Start. Definitiv mit Livestreams dann, wenn der kommt. Assassin's Creed Valhalla bin ich auch am Start, Minimum angezockt oder so, oder mal so die ersten Kapitel mal angespielt, da bin ich sicher am Start, je nachdem wie es läuft und wie es mir selber Bock macht. Valhalla, vielleicht werden wir sogar
bei Valhalla ein bisschen so gemeinsam mit dem Marzio hin und wieder, eventuell, wenn er will, im Discord ein bisschen plaudern. Auch er wird sein spielen wir unsers. Wir können ja, glaube ich, dann einen Krieger erstellen, der was bei ihm mitfährt, am Schiffchen, glaube ich, da bei diesem Modus. Und er kann es von ihm aus einen erstellen und uns dann zur Verfügung stellen und. Jo, wie gesagt, jetzt kleines, gibt's ein kleines Päuschen, ist ja schon 11, ja, ja, kritisch, aber so ein Stündchen, eineinhalb, werde ich noch Kingdom Comes Deliverance spielen, ein bisschen Ritteralter, Ritteralter ist auch geil, Mittelalter mit dem Ritter, Rollenspiel, Ritterrollenspiel oder Mittelalterrollenspiel. Jetzt da, morgen habe ich Tagdienst, also am Tag leider nichts, aber am Abend dann World of Warships Legends, das steht auch schon fix. Dienstag am Abend dann auch Tennis, steht auch fix. Oder ist fix. Und Mittagszeit am Dienstag muss ich mir noch einfallen lassen, da werde ich ja mal wahrscheinlich entspannt mit eventuell mit einem Rallye beginnen. Mit einem WRC-Teil und dann wahrscheinlich ein bisschen weiter auch Kingdom Comes vielleicht. Mafia wäre natürlich auch irgendwie witzig. Das muss ich mir doch überlegen, ob ich da spontan irgendwann einsteige. Dann Mittwoch, Mittag werden wir wieder. Da werden wir vielleicht WRC. Oder Formel 1, Kingdom Comes. Das mal schauen, lasst euch überraschen. So im Zeitraum zwischen 12 und halb 3 oder vielleicht sogar ein bisschen vor 12, wenn es irgendwie ausgeht. Und Abend, Mittwoch ist noch offen. Gut, ihr wisst Bescheid. Ich sage danke fürs Zuschauen. Vielleicht darf ich euch in Kürze noch einmal grüßen zu Kingdom Comes, wenn ihr wollt. Ein bisschen Mittelalter, Stühlchen noch ein bisschen spielen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, danke für die 11 Däumchen. Und ja, mal schauen, ob wir nächste Woche noch irgendwann werden wir schon noch einmal wieder auch ein MotoGP zum Laufen bringen hier am Sachsenring. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, schönen Abend noch und vielleicht seid ihr in Kürze noch einmal mit am Start. Ciao, ciao!